Hallo Freunde, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal aufgehört habe, aber ich habe aufgehört. Das weiß ich auf jeden Fall. Irgendwas war mit einem Man of War, dass wir den gehabt haben. Und ja, steigen wir mal mit ins Spiel ein. Mal sehen, wo wir gerade dran waren. Oh, da sollten wir eventuell verordnen. Segel streichen. Segel streichen? Bevor die da irgendwie gegen eine Wand fahren. Weil das machen die ja unglaublich gerne hier. Ja. Alter, haben wir jetzt zweimal Man? Drei? Wann? Nee, wo war's Menü? Ich habe länger nicht gespielt. Das, nee, das war die Map. Nein, das war's auch nicht. Nee. Ernst, wo ist? Ach, F, die F-Tasten waren das, genau. So. Was wollte ich jetzt gucken? Schiffe, ach so. Man of War. Ja, was? Hat ein Leck. Leck, dein Schiff hat ein Leck. Manche Güter können anfangen zu verderben. Eine Fregatte ist mein Zweitschiff und das ist ein Begleitschiff, oder? Hallo? Wollen wir doch mal sehen, was mein Logbuch dazu sagt. Ah, eskortieren. Tortuga zu eskortieren. Gut, dann ist die Frage, wo sind wir? Ach, Martin Quay. Tortuga ist hier oben. In französischer Hand. Warte mal, wieso kriege ich. Ah, okay. Doch eine Info. 61 Tage, 69 habe ich, glaube ich, Zeit. Dann würde ich doch mal sagen. Habe ich jetzt irgendwas mit der Zeit gedreht? Ich habe doch gerade irgendwas mit der Zeit gedreht. Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Zwischendeck. Wechsel, Kursbefehl öffnen, also raus um. Kanonen laden. Okay. Das ist definitiv irgendwas mit der Zeit. Wo haben wir es denn? Nein, das wollte ich nicht. Das jetzt wieder normal aus. Oh nein. Oh shit. Alter, wieso habe ich da was mit der Zeit gedreht? Komisch. Okay, machen wir wieder so, dass wir jetzt. Ich meine, wir haben ja jetzt den Auftrag. Demnach müssen wir eigentlich nur noch. Schleichen. Erstmal müssen die wieder die Segel streichen. Sonst kommen wir hier. Oh, der läuft auf Kollisionskurs da hinten. Okay, die Zeit ist wieder normal. Das Wasser schwimmt da so gemächlich vor sich hin. Und wir fahren auch recht gemächlich, gemäß der Physik des Schiffes angemessen. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Karte. Wir sind hier vor, ja, Frankreich. Das heißt, wir müssen bis hierhin fahren, um unsere Schiffe zu reparieren.
Könnte ein bisschen blöd werden. Vielleicht haben wir ja noch Planken, haben wir 6 dabei. Und segelt hoch 4. Die Fregatte, Planken und Segeltuch leider nicht dabei. Hat auch nicht mehr so viel Rumpf. Ich glaube, das ist. Die rechte müsste es sein, so schmal wie das ist. Die Galeone ist dann wohl das dicke da hinten. Nun ja, wir müssen jetzt wohl irgendwie hier entkommen. Vor was auch immer wir jetzt entkommen müssen. Ja, eigentlich heißt es nur, wir müssen ein Stück weit vom Hafen weg, um das Ganze hinzubekommen. Also um irgendwie wegfahren zu können. Wo ist die dann? Oh, die ist gesunken. Da will ich nicht hinfahren. Nein, ich will in keinen Hafen fahren. Reden können wir nicht, schleichen können wir, aber das brauchen wir nicht. Deswegen, ja, volle Segel. Und ja, jetzt müssen wir halt einen Moment warten. Jetzt wäre die Zeittaste wieder interessant. Wobei ich jetzt keinen Bock habe rauszufinden, wo sie ist oder wo sie nicht ist. Naja. Okay, meine Schiffchen liegen da und ich fahre locker und entspannt. Weg und jetzt bin ich auch auf der Karte. Wenn ihr den mal lädt. Okay, müssen wir mal. Dominica, ich glaube, da waren Schmuggler unterwegs. Ach, Piraten. Vergesst es doch einfach. Die werden eh abhauen. Ich wollte eh nur in die Nähe der Insel. Segeln nach. Das meinte ich doch aber vorher. Segel streichen. Segel streichen, damit die mir nicht irgendwo reinfahren. Segeln nach. So. Ich sollte auch daran denken, die Segel zu streichen. Wo sind meine Kollegen? Was ist das? Wieso springt das so? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Reden. Genau, mit denen. Neuigkeiten, mal sehen. Die Kolonie der Martin Quet, der Franzosen, ist von plötzlichen Sumpffieberepidemie heimgesucht worden. Gut, dass ich da weggegangen bin. Ja. Jetzt können wir wohl hier ein paar Sachen verkaufen. Unter anderem Sklaven. Kann ich teurer verkaufen. Tabak für 80. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Moment. Genau. 25.000 sind schon mal nicht schlecht. Ebenholz war auch illegal. Meine ich mich zu erinnern. Mahagoni, da haben wir es schon wieder. Was haben wir noch? Kleidung. Sklaven kriegt ihr aber nicht. Ansonsten. Ach, Tabak noch. Tabak gibt auch noch mal ein bisschen Geld. Und dann geht's auch schon weiter. Moment, Segel nach. Warte mal, da war Ankern. Oh. Bei dem ist nicht mehr viel mit Segeln. Autsch. Dem fehlen einfach mal 2 Masten.
Moment, die müssen ja immer noch da sein. Da kann ich mich zumindest mal in die Nähe schummeln. Dann ankere ich jetzt mal mit F3. Irgendwie. Moment. 3400 DPI. 3800 DPI. Ach nee, plus ist das. Oh Gott. 1800 DPI. So, das geht auch schon mal eher. Obwohl das immer noch ein bisschen ruckartig ist, teilweise jetzt hier. Naja. Eine Tropfsteinhöhle und ein Schatz. Was haben wir hier hinten noch? Nicht, dass hier irgendeine Überraschung kommt. Gebrochene Tropfsteine oder Knochen. Das ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist hier ein Schatz. Ah, ihr habt mir also meine Karte gestohlen. Was zur, wovon sprecht ihr da? Ich habe euch nie zuvor gesehen. Wie könnte ich euch da je etwas gestohlen haben? Oh, ich bin sicher, ihr seid vollkommen unschuldig. Ihr habt sie einfach auf dem Boden gefunden und die andere Hälfte auch, wo ihr schon mal hier seid, ganz sicher. Ich weiß nicht, warum ihr glaubt, dass ich sie euch gestohlen habe, aber ihr irrt euch. Wer seid ihr denn eigentlich? Was? Wie seid ihr eigentlich hierher gekommen? Ich bin auch eigentlich einfach gefolgt, nachdem ich herausgefunden hatte, dass ihr mit mir die Karte gestohlen hattet. Und wie habt ihr herausgefunden, dass ich euch die Karte gestohlen habe? Ich frage nur aus reiner Neugier. Genug, ich bin hergekommen, um euch abzustechen, nicht um Konversation zu machen. Genau das werde ich jetzt tun. Ach, zum Teufel. Wie... ein bisschen außer Fassung bringt. Verdammt, ihr seid hartnäckig. Warum hört ihr auf? Kommt schon, lasst es uns zu Ende bringen. Wenn ich euch hätte umbringen wollen, so hätte ich das schon längst getan. Ich will jetzt wissen, warum ihr glaubt, ich habe euch die Karte gestohlen und warum ihr der Überzeugung seid, es sei eure Karte. Ach Gott, wohlan, ihr sollt eure Antwort haben. Ein Fremder kam erst kürzlich zu mir und gab mir eine Hälfte der Karte. Er behauptet, er habe es meinem Vater versprochen. Eines Morgens, nicht lange danach, nahm mir ein Dieb die Karte ab. Während ich in einer Kneipe mit einem gewaltigen Kater zu kämpfen hatte, ich fragte unermüdlich... Ach, so rum. Ja, okay. Ich fragte unermüdlich herum, bis ich endlich einen Mann gefunden habe, der behauptete, er hätte euch mit einem Wirt reden und dabei ein Stück einer Karte in der Hand halten sehen. Ich schloss daraus, dass ihr meine Karte gestohlen hattet und dass ihr nun auf der Suche nach der anderen Hälfte wart. Aber da beschloss ich, euch die andere Hälfte finden zu lassen und euch zu folgen. Formidable. In einem Punkt habt ihr euch allerdings geirrt. Während ich in der Tat noch der anderen Hälfte der Karte gesucht habe, war es doch eure Hälfte. Ich hatte schon meine Hälfte, und zwar hatte ich sie auf die gleiche Art und Weise bekommen, wie ihr die eure. Die Hälfte, die ich für die eure halte, habe ich vor besagtem Wirt gekauft, zu einem völlig überhöhten Preis, wie ich anmerken möchte. Erinnert mich daran, mich bei ihm in gebührender Weise dafür erkenntlich zu zeigen, dass er mir Diebesgut ohne den geringsten Nachlass verkauft hat. Aber das bedeutet ja, dass ihr ganz genau zu deinen Diensten, werte Schwester. Es ist bedauerlich, dass uns ein solch absurder Zufall zusammenführt, aber es freut mich dennoch, dich zu sehen, wäre die erste Antwort. Dein Bruder. Und jetzt muss ich dich leider töten, wenn ich habe nicht die Absicht, meinen Schatz mit jemandem zu teilen. Es ist an der Zeit, unsere kleinen Familien Zusammenführung zu beenden. Nein, ich bleibe nett. Oh, wenn ich das recht bedenke, so scheint mir das alles doch kein Zufall zu sein. Ich glaube vielmehr, dass unser Vater es genau so geplant hat, dass wir uns erst finden müssen, um hierher zu gelangen. Er hat vermutlich nicht den Diebstahl in unseren Kampf eingeplant, doch ansonsten passt alles zusammen. Vor allem, wenn er jedem von uns eine Hälfte der Karte mit dem Namen des anderen darauf hat zukommen lassen. Da standen Namen drauf? Mir scheint, du hast recht. Ich frage mich aber, ob es sein Wille war, dass wir mit all diesem Gold etwas ganz Bestimmtes tun. Ich vermute,
er hätte es uns zum Ausgeben hinterlassen können, aber das scheint